Hallo zusammen. Ich wollte jetzt eigentlich mal einen Tag hier pausieren. Das ist ein herrlicher Platz in der Nähe von Strande am Leuchtturm Bülk. Hier konnte man früher für 5 Euro 24 Stunden stehen. Jetzt kosten 4 Stunden 5 Euro und übernachten ist generell verboten. Und warum? Weil es einige wieder übertrieben haben. Wenn es solche Plätze gibt, dann muss man sich auch dementsprechend verhalten. Das muss auch in die Köpfe gehen von sogenannten richtigen Campern oder Vanlifern oder sonst was. Das ist echt ärgerlich, weil das hier wirklich eine super schöne Ecke ist. Und zwar so schön. Und das könnte man ja theoretisch alles genießen, aber nicht für den Preis. Das Ganze heißt jetzt natürlich dann für mich auch neuen Platz suchen und hier verschwinden. Ich habe jetzt einmalig den Parkschein gelöst für diese 4 Stunden 5 Euro, weil ich einfach ein bisschen abschalten wollte, was auch ganz gut gelungen ist, aber es ist trotzdem ärgerlich. Die Dame vom Ordnungsamt war auch gerade schon hier, hat nochmal um Verständnis gebeten und damit ist das Thema durch. Ich suche einen neuen Platz und dann schaue ich mal weiter. So, meine Lieben, jetzt melde ich mich nochmal zurück. Nachdem ich da in Strande ja nicht übernachten durfte, habe ich hier ein mehr oder weniger schönes Plätzchen in Plön gefunden, direkt am See mit Zugang. Ich war auch gerade schon schwimmen. Oh, da ist eine Krähe bei meinen Erdnüssen. Ja, ich sitze da gerade und lese ein Buch und esse ein paar Erdnüsse. Hier hängen gerade meine Schwimmsachen zum Trocknen. Und hier vorne ist der See, also 10 Meter vom Auto. Geht hier schön so eine Holztreppe runter. Wie gesagt, ich war gerade schwimmen, super erfrischend. Besser geht's eigentlich gar nicht. Der Platz hier kostet regulär 6 Euro, ist also kein kostenfreier. Aber zurzeit sind keine Karten in diesem Kasten, die man selber ausfüllen muss. Deswegen habe ich einen Zettel ins Auto gelegt, dass ich zu erreichen bin, sobald wieder Karten verfügbar wären. Ja, ich werde hier in Plön dann morgen meine Runden drehen und euch dann gerne mitnehmen. Aber der heutige Tag ist für mich gelaufen. Also, bleibt tapfer. Es geht für euch dann gleich weiter und für mich morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin hier in Plön an dem See auf dem Womo-Stopp-Stellplatz. Und muss sagen, der ist eigentlich hier mit dem See direkt von der Treppe runter ein schöner Platz. Aber man sollte schon so ein bisschen lärmresistent sein. Da sind nachts die LKWs hier nebenan erst warm laufen müssen, um ihren Druck aufzubauen. Und solche Geschichten. Und auch die Straße ist relativ laut. Aber so ansonsten hier mit dem Wasser und so ist Weltklasse morgens. Ich werde jetzt frühstücken, dann eben ein bisschen schwimmen und dann nehme ich euch mit in Stadt und Umland. Ja, mein Wasser kocht auch schon, wie ihr sehen könnt. Und das ist so der Platz hier. Gelüftet wird auch, Wäsche morgens raus. Deswegen. So muss das sein. Nur ein kleiner Blick auf den Womo-Stellplatz. Entlang dieser Straße. 6.30 Uhr und ich rolle. Und zwar Richtung Prinzeninsel. Ja, nach wenigen Minuten ist man direkt hier im Wald. Kann dem Enten beim Morgenbad zuschauen. Und fährt hier so entlang der Bahntrasse. Hier in Plön ist es ja so, dass rundum verschiedene Seen sind. Der kleine, große Plöner See und auch sonst noch etliche andere. Deswegen muss ich mal gucken, ob man so Einzelseeumrundungen überhaupt machen kann. Hätte ich nämlich auch wieder Lust zu. Oder ob das Ganze so ein mehr oder weniger verzweigtes Netz ist, dass man alles umrunden muss. Und das wird sich dann irgendwie so ergeben, wie immer. Aber hier jetzt im Wald gerade ist es echt schön.
Muss auch ein bisschen aufpassen mit der Sonne. Ich habe jetzt mal einen Pullover an, weil ich mir gestern echt den Pelz verbrannt habe, so ein bisschen. Und das muss ja nicht sein. Hier sind extrem viele von diesen Nacktschnecken unterwegs. Wenn das einer sehen würde, wie ich hier fahre, könnten die glatt meinen, ich bin betrunken. So Schlangenlinien muss man hier teilweise fahren, um die nicht zu überfahren, wenn man sie denn sieht. Ja, hier beginnt die Prinzeninsel. Genuss mit Tradition. Die Prinzeninsel ist ein privates Grundstück. Seien Sie herzlich willkommen. Sowohl auf dem Fahrweg als auch auf dem Gehweg und im Wald besteht erhöhte Gefahr durch umstürzende Bäume und darunterfallende Äste. Wir ermahnen Sie zur Vorsicht, insbesondere bei starkem Wind. Und das Betreten erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. Gut, wieder mal belehrt. Und hier ist mal so ein schönes Exemplar von diesen nackten Schnecken. So, an dieser Kreuzung angekommen, kann man wählen zwischen Schiffsanleger oder Badestelle. Ich werde erstmal Badestelle machen und danach natürlich auch zu dem Schiffsanleger nochmal rüber. Oh, aus diesem Blickwinkel ist der Himmel ganz schön duster. Naja, mal abwarten. Es sollte ja schon die ganzen Tage schlechtes Wetter geben. Mal sehen, was wirklich passiert. Erstmal muss man sagen, super schöner See mit tollem Badestrand. DLRG vor Ort, Bootsanleger. Und so ein kleiner, abgesperrter Bereich im Wasser. Wahrscheinlich eher für die Lütten, die hier schwimmen und baden können. Da oben so ein paar Vögel in Formation am Fliegen. Ich hoffe, es täuscht, aber auf der anderen Seite des Sees, in die Richtung, sieht es aus, als wenn es regnet. Aber egal, ich habe Regensachen mit. Ich habe gerade noch das Schild gesehen, das Ganze hier ist das Prinzenbad. Und dies ist der Bootsanleger. Und hier Richtung Sonnenaufgang sieht es natürlich gleich wesentlich besser aus, was das Wetter angeht, als die düstere andere Seite. Und auch hier mal schön zu erkennen, die Wasserqualität, also rein optisch, wie schön die ist. Wie gesagt, gestern Abend das Bad hier noch, das tat echt gut nach diesem doch sehr warmen Tag. Auf dem Rad war ich ja nicht ganz so viel unterwegs, aber war schon sehr erfrischend. Hier im See merkt man auch sehr die Temperaturunterschiede. Da ist wirklich nach jedem Schwimmzug im Grunde einmal warm, einmal kalt, einmal eisig kalt. Aber immer schön. Herrlich. Auf der Seite ist auch schon schön zu sehen das Schloss von Plön, wo ich nachher natürlich auch noch hinradeln werde. Gibt es bestimmt so einiges zu entdecken hier. So wie zum Beispiel hier der Eingang zu dem Prinzencafé. Auch ein toller Bereich. Und einige Meter weiter hier so eine kleine Landzunge, nenne ich es mal ganz vorsichtig. Ein schöner Unterstand, Reet bedeckt. Und alles sehr sauber, das muss man ja auch mal erwähnen. Ist ja nicht selbstverständlich. Wieder mit einem herrlichen Blick übers Wasser. Ich weiß nicht, ob das hier schon dieser Lieblingsplatz der Kaiserin ist. Da stand mal vorher irgendwo ein Hinweisschild. Aber jetzt gerade hier vor Ort steht nichts. Deswegen, wenn ihr nichts Gegenteiliges hört, dann ist das wahrscheinlich dieser Platz.
Hier erkennt man auch mal so ein bisschen die Dimension von dem See. Also dieser Weg ist echt sehr empfehlenswert. Man ist wirklich wieder vollkommen in der Natur. Man darf hier beim Radeln nur nicht zu tief einatmen. Da hat man gleich eine Portion Insekten in der Nase oder im Hals. Das ist halt immer so eine Nebenwirkung, direkt an den Seen zu radeln in Verbindung mit Wald. Wenn man jetzt hier weiterfährt Richtung Schlossgebiet, kommt man irgendwann aus dem Wald und sieht gleich das Türmchen. Aber immer noch entlang des Sees mit diesen schönen kleinen Inseln da drinnen. Und auch das gehört dazu. Hier so am Radweg direkt fährt halt mal ein Zug her. Und ich stehe hier gerade an den öffentlichen Toiletten. Deswegen das Päuschen. Muss man ja nutzen, so eine Gelegenheit. Ich will noch mal kurz auf diese öffentlichen Toiletten zurückkommen. Also wirklich top sauber. Direkt hier am See. Handtuchpapier da, Seife da. Und wirklich, ja, sauber. Hier nochmal so einen schönen kleinen Aussichtspunkt. Hier geht's jetzt zur Schlossgärtnerei. Dann werde ich wohl da rein, aber da muss man absteigen. Warum man da absteigen muss, ist, glaube ich, so ganz gut erkenntlich, oder? So, den ersten Hügel hoch. Dann hat man hier ein Restaurant. Und ein paar Gebäudchen. Und auf der Seite geht es wieder Richtung Schlossgarten. Der aber noch zu war, weil ich ja, wie gesagt, immer zu früh dran bin. Aber so schon mal ein toller Anblick mit den Gebäuden hier. Und hier geht es jetzt diese Allee weiter hoch über mein geliebtes Kopfsteinpflaster. Und direkt nach dieser kurzen, knackigen Steigung steht man dann vor dem Schloss. Und hat hier einen herrlichen Blick. Erstmal Richtung Schloss, wo ich mich gleich natürlich auch noch ein bisschen mittiger positioniere. Aber auch schön über dem See, wo die Sonne gerade in den Regenwolken verschwindet. Jetzt der versprochene Blick weiter aufs Schloss. Sehr, sehr schönes, gepflegtes Anwesen hier. Hier nochmal seitlich so ein kleiner Einblick zum Schloss. Und wenn man dann runter fährt, wieder Richtung Stadt, hat man hier auch so einen schönen Blick, erstmal so einen Teil über die Stadt und auf den Kirchturm. Und ich werde gerade aufgefressen von Mücken. Diese kleine Gasse führt jetzt runter zum Bootsanleger. Ich werde aber erstmal weiter Richtung Zentrum radeln. Von hier hat man wahrscheinlich erstmal den besten Blick auf die Kirche. Hier hat man jetzt einen schönen Blick auf das Rathaus. An diesem Brunnen vorbei und dann wieder diese schnuckligen kleinen Häuschen. Hier mal ein kleiner Schwenk durch die Fußgängerzone und über den Kirchplatz. Ich finde, jetzt von hier hat man den schönsten Blick auf die Kirche, den wollte ich euch noch mal zeigen. So langsam kommt hier Leben in die Stadt. Die Bäcker haben offen, die Leute holen sich ihre Brötchen morgens. So die ein oder anderen Angestellten gehen Richtung Sparkasse hier. Hier geht's zum Gemeindesaal rein. Auch ein tolles Ambiente. Wo jemand versucht, Klavier zu spielen. Und allgegenwärtig dieses Gekreische der Möwen. Herrlich. Irgendwie mag ich's. Es ist auch irgendwo ein bisschen laut, aber ich mag's.
Und das ist der Bootsanleger, wenn man von der Stadtmitte wieder rausfährt. Schön mit so einer Planetenkugel. Hier gibt es auch so einen Planetenleerfahrt am See entlang, was ich gesehen habe. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal meine Regensachen auspacken, weil es geht nämlich langsam los. Dieser Strandweg ist übrigens im Jahre 1929 und 30 erbaut worden. Endet hier mit einem schönen Strandcafé. Oder? Nee, endet nicht. Geht weiter, aber hier ist ein schönes Strandcafé am Wasser direkt. Der Seeprinz nennt sich das Ganze. Und jetzt wird es wieder abenteuerlich. Was erwartet einen? Eine schöne Holzbrücke. Recht eng, recht niedrig. Oh, jetzt muss ich euch den Kopf einziehen. Ja, und man kommt wieder in eine Stadt. Sehr schön gemacht. Wenn man hier dann rauskommt, ist so eine kleine Wehranlage, wo man als Kanufahrer dann hier rüber kann mit so einer Stufe. Sieht toll aus, riecht aber ein bisschen fischig hier. Dort gegenüber ist so ein, ich nehme mal einen Wasserturm zu sehen. Da würde ich wohl auch noch gerne hin. Mal schauen, ob das klappt. Hier geht es entlang des alten Bahnhofs, wo auch die Touristinformation untergebracht ist. Und dann hier diese kleinen Hütten, wo Taxifriseure oder sonst was an Essen untergebracht ist. Niedlich. Ich bin jetzt hier in Plön am Segelzentrum kurz angekommen und wollte noch mal so einen Rundumblick hier zeigen, weil man da auch einen schönen Blick hat Richtung Stadt, Kirche und Schloss. So, erstmal wieder aus der Stadt raus. Wieder unten am Seeweg und ein bisschen geschützt vom Regen. Was ich aber sagen muss, dieser Duft, wenn es gerade anfängt zu regnen, auch so in der Stadt, ja, das ist auch immer was Besonderes. Man merkt das ja auf dem Teer, das duftet, die Erde von den Beeten duftet so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Nieseln hört oder das Regnen, aber hier auf dem See sieht man es, glaube ich, ganz gut. Das sieht ja schön aus, da sitzt eine ganze Vogelkolonie. Ich zoome das mal ein bisschen. Erkennt man auf der Kamera ein bisschen schwer, glaube ich. Aber es sollte zu sehen sein. Und ich glaube, jetzt sollte ich mich langsam ein bisschen weiter unterstellen. Ich bin mittlerweile näher dran an diesem Vogelschwarm da. Und das sind echt alles Kormorane. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich, wenn ich 5, 6 sehe, nie so viel auf einmal gesehen habe. Aber das hier ist echt schon beeindruckend. Ich würde sagen, dumm gelaufen. Jetzt ist es so am Schütten, dass ich selbst mit Regenkleidung eigentlich keine Lust habe, weiterzufahren. Aber es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ich habe gerade mal auf diesem Regenradar geguckt. Sieht nicht gut aus bis 16 Uhr. Aber die Vorhersage war heute Morgen trocken. Naja. Ja, richtig trocken auch nicht, aber fast trocken. Jetzt wurde ich doch gerade wirklich fast ausgelacht, weil ich meine Regensachen anhabe und schon hier im Trockenen stehe mittlerweile, wie man sieht. Aber halt kurze Hose als Regenhose. Die Socken ausgezogen und ja, weiter, ne? Also kurze Hose und Regenhose kennen die meisten, glaube ich, nicht. Deswegen, ich radel jetzt weiter. Man muss das Ganze auch mal positiv sehen. Es ist warm. Es ist warmer Regen und nicht kalter Regen. Ist ja auch schon viel wert. Wisst ihr, was auch ein Vorteil ist von dem Regenschauern oder dem stark bewölkten? Man darf ja nicht nur immer das Negative sehen. Ich muss mir keine Sorgen wegen meinem Sonnenbrand machen. Weil erstens keine Sonne, zweitens Regenkleidung, mehr oder weniger lichtdicht. Also gut für die Haut.
Alles in allem ein super Tag. Und hier ist auch das Türmchen. Das sieht oben aus, als wenn Jalousien drin wären, also von innen diese Plissis oder Plissés. Ich schau mal, ob man da wirklich dran kommt. Also direkt ran kommt man nicht, zumindest nicht näher als so, weil das ganze Privatgrundstück ist und eingezäunt bzw. mit Hecken eingefriedet. Aber nicht dramatisch. Ich bin hier, wo ich hin wollte und damit zufrieden. Dort vorne stand jetzt ein Schild Osterkirche und kurz danach das nächste 30 Meter rechts. Das müsste ungefähr hier sein. Jetzt steht hier Betrieb des Friedhofs. Aber ich denke mal, dass die Osterkirche dann hier am Friedhof sein wird. Und allein vom Namen interessant. Deswegen einfach mal schauen. Hier auf dem Weg zu der Osterkirche sind am Rand auch überall so, ja wie, ich sag mal, wie Grabstätten. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ist, weil eine Beschreibung gibt es ja in dem Sinne nicht. Aber ansonsten ist das hier eher wie so eine klassische Kapelle auf dem Friedhof. Vielleicht ist es auch gar nicht die Osterkirche. Ist ja bei mir auch immer gut möglich. So gut vorbereitet, wie ich immer los radel. Schade, ich wollte gerade mal reingehen, weil hier steht geöffnet ab 8 Uhr. Und wir haben jetzt gleich 9. Aber ist noch geschlossen. Nicht dramatisch. Gibt bestimmt noch mehr zu sehen. Mittlerweile bewege ich mich wieder Richtung Stadtmitte. Hatte gerade gesehen hier zum Schwanensee. Und wollte mal schauen, ob das ein See ist oder ob nur diese Straße einfach so heißt. Weil das ist ja hier nicht ganz unwahrscheinlich in der Ecke, dass es wirklich ein See ist. Auf jeden Fall sind die Gässchen wieder schön. Und die Schutzbleche sind von innen mal wieder richtig gespült worden. Hier ist gerade so eine schöne Brücke mit einer Überdachung, wo man dort Richtung Bachlauf und kleinem See schauen kann. Und hier in die Richtung sieht man nur den Bachlauf, aber nicht weniger schön. Hier die Eisenpfanne und daneben das Gebäude finde ich auch wieder klasse. Hier zum Ende der Fußgängerzone ist nochmal so ein besonders schön renoviertes Fachwerkhaus. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist wieder so eine kleine Kapelle. Ja. Ich habe gerade mal kurz einen Spurt hingelegt, weil hier eine Ampel gerade grün war. Und stehe dann direkt vor diesem schönen Museum. Und das, wo ich vorhin meinte, ist eine Kapelle von der anderen Straßenseite, das ist die Johanniskirche. Hier vorne stand so eine Erklärung, dass hier bis zur Schließung der Kirche, und das ist ein wirklich relativ kleines Gelände, wie ihr vielleicht ein wenig erkennen könnt, über 2000 Menschen beerdigt wurden. Das muss ganz schön voll gewesen sein und auch in die Tiefe gegangen. Ne? Quatsch, dass man sich da Gedanken drüber macht, aber so ist es nun mal. Also dieses Schloss hier in Plön ist natürlich von allen Seiten sehr präsent. Aber drumherum gibt es überall so kleine, schöne Ecken, wo man ja, von Architektur viel sehen kann, ein bisschen bummeln kann. Natürlich am Wasser entlang kann man sich hier tagelang aufhalten, wenn man das mag. Ansonsten ist es doch eher ein beschauliches Örtchen. Auch wenn es flächentechnisch schon größer ist. Aber es hat was. Ja, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, das Rad ist wieder am Auto. Ich bin wieder hier am See angekommen. Es ist gerade mehr oder weniger eine Regenpause. Es stippelt so ein bisschen. Ich würde sagen, ein Fazit habe ich vorhin ja schon mehr oder weniger gegeben, in Plön selber. Aber für einen Tag oder einen schönen Tagesausflug lohnt es definitiv. Und wenn man sich hier alle Seen anschaut, auch für mehrere Tage. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Markus.